Dr. Jurut! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you're mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I stay, there will be trouble. And if I go, there will be double. So you got to let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. You don't know which clothes even fit me. So you got to let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I blow? Oh Gott. Das war der Monstronaut mit seinem zweiten Auftritt. Und wer drunter steckt, darüber spekuliert das Rateteam. Bist du auch einer von denen, die nach Malle wollen so schnell jetzt oder was? Nix, du bist ja verrückt. Du bist ja verrückt. War es denn schön, dass du noch mal singen durftest, Monstronaut? Das war richtig schön. Da, wo ich herkomme, da habe ich ja keinen zum Spielen. Und jetzt nicht. Ich höre was, ihr habt nichts gehört, ne? Nee. Was? Wir müssen, jetzt, hallo, jetzt darfst du noch mal reden. Ich habe auch ganz leise nur für ihn gesprochen. Ja. Also da, wo ich herkomme, da habe ich gar nicht so viele Leute zum Spielen immer gehabt. Oh. Und deshalb ist das so schön, Jo. Sehr gut. Und du hast gar nicht so einen schlechten Musikgeschmack, The Clash. Ne? Das war sehr, sehr schön. Ey, liebe ich. Es ist kein Wunder, dass du wenige Freunde hast. Aber ganz ehrlich, ich fand deine Performance heute, die Energie war richtig. Die Energie war da. Und als älterer Teil des Rateteams bin ich der Meinung, dass er so ein altes Lied wieder ein junges Leben gegeben hat. Der Stachel sitzt mit dem Opa, ne? Ja. Ja. Also ich glaube... Ich kann es verstehen. Ich bin zwischen Joko und Tore. Ist es einer Joko, von den beiden? Joko und Tore. Einer von den beiden. Habt ihr denn die Performance-Indizien erkannt? Ich war erst so ein bisschen irritiert wegen dem Check, weil ne, Check ist ja eine Serie von Klaas Häufer Umlauf. Aber der kann es ja nicht sein, weil er ja immer Late Night Berlin im Anschluss an die Sendung macht. Aber dann fiel mir ein, dass Wayne Carpendale mal Werbung für einen Flughafen gemacht hat, ne, wegen Check-In und so. Und er hat vor allen Dingen mit diesen Koffern die Sendung moderiert, Deal or No Deal, als Nachfolger von Guido Kanz. Ne? Und dann fiel mir aber auch noch mal ein, weil du dich gefragt hast, so, das kann doch nicht sein, dass diese Elterngeschichte, der Astronaut und das Monster, dass das irgendwie keine Bedeutung hat. Es ist verbotene Liebe. Was? Es ist verbotene Liebe. Und wer bei verbotene Liebe mitgespielt hat? I don't know. Tore Söllermann. Ehrlich? Ja. Verbotene Liebe. Wayne Carpendale. Was der Ray hier alles erfährt in dieser Sendung. Wayne Carpendale hätte definitiv auch das musikalische Talent aus Gründen.
Ich würde gerne einfach nur einen kurzen Applaus für Ruth. Also ja, ehrlich. Ja. Nee, aber von mir auch lang. The shit that she knows. Lange nicht. Immer großartig. Also, so, bevor Katrin dran ist, möchtest du noch was umschubsen? Die Koffer und die ganzen Kleber da drauf könnten natürlich. Hey. Es könnte natürlich wirklich auf Joko hindeuten, wegen Duell um die Welt oder sowas. Oh. Ne? Da ist man ja ordentlich rumgekommen. Ja. Aber ich weiß auch nicht. Also von der Stimme her wäre ich immer noch eher bei Tore als bei Joko. Sehr irritierend. Aber auch sein Verhalten. Nach wie vor. Gut, dann vielen Dank an den Monstronauten. Ab ins Gitterbett. Nein, bitte, lass es. Einfach gehen.